So, jetzt kommt eine Frau zu uns, die ich sehr bewundere. Das ist ihr sehr komisches neues Buch, Man muss das Kind im Dorf lassen. Sie sieht dazu noch, neben ihrer humoristischen Begabung, fantastisch aus. Sie ist die Kylie Minogue des bayerischen Kabarets. Wir freuen uns auf Monika Gruber. Monika Gruber! Servus! Alles Gute! Ja, auf jeder! Monika, man muss das Kind im Dorf lassen. Dieser Titel spielt schon auf deine dörfliche Vergangenheit, das heißt Vergangenheit, auch Realität an. Du wohnst wo? Nicht mehr in Tittenkofen, den Ort gibt's wirklich. Tittenkofen? Ja. Ja, der Preis sagt immer, kann man da Titten kaufen? Ja, ich will jetzt immer. Und das ist ein Dorf, in dem meine Eltern heute noch leben, aber ich lebe nicht mehr dort in der Nähe. Aber wie ist das, als junges Mädchen in Tittenkofen zu wohnen? Hat man da nicht das Gefühl, dass man irgendwie... Wenn man so ausschaut, wie ich ein bisschen hart, ja. Aber wieso? Ja, flachbrüstig. Bist du sehr flachbrüstig? Ja, es ist... Man tanzt immer recht gut. Kann es jetzt leider nicht herzogen, aber es ist tatsächlich so. Ja. War vor meiner Geschlechtsumwandlung noch schlimmer. Wie man da sieht, ihr habt so ein schieres Foto dahergenommen. Nein, das ist deine DVD. Keine Ahnung, das ist die Österreich. Aber darf ich was zeigen? Ja. Das ist echt, du bist, also man muss, schon, man muss ja wirklich sagen, hervorragend also aussehende Frau. Und jetzt hier. Nein, mit 18 tatsächlich. Ja. Es ist natürlich bitter, wenn man so ausschaut. Wo ist es denn? Da spielt Tittenkofen keine Rolle. Hier, Monika Gruber mit 18. Das macht einen 18-Jährigen aber Hoffnung. Das glaubt man ja gar nicht, oder? Da war sie Miss Tittenkofen. Ja. Ja. Das schaut toll aus. Ja, aber du siehst aus wie eine Amerikanerin. Du siehst aus wie so ein Amerikaner in den 80ern. Ja, wie so eine Amerikanerin, die bei einem Amoklauf ins Leben gekommen ist. In den 80ern. Oder? Ja, solche, da ist die Metamorphose schon ein bisschen losgegangen. Wo? Dann ja. Da sieht man schon, da war ein bisschen so Rundgesichter noch. Da war schon die Das sind die Brüder? Die erste OP. Ja, das sind meine Brüder. Also es waren deine Brüder, hatten die nicht so komische Spitznamen. Der eine hieß Wichser. Ja, das stimmt. Nein, aber nicht. Aber es ist nicht der Taufname. Nein, nicht der Taufname. Im katholischen Bayern. Ja, nein, aber erzähl doch die Geschichte. Nein, meine Brüder haben sich gegenseitig immer gesagt, der eine und der andere Wichser. Ist der eine Wichser. Und dann hat irgendwann. Hat deine Mutter gesagt? Meine Brüder haben sich untereinander gesagt, wo ist denn der eine Wichser, der andere Wichser. Und das, so ging das immer hin und her. Ja. Und eines Tages sind beide nicht, weil es war die Zeit, wo sie viel weggegangen sind, Sonntag in der Früh sind beide nicht zum Mittagessen erschienen. Und dann habe ich gesagt, du, wo ist denn der Chris? Und hat meine Mama gesagt, hey, weißt du, wo der Wichser schon wieder ist? Ich sage, Mama! Bitte, meine Mama ist ja wirklich ganz, ganz. Das heißt, die Mutter hat es übernommen, weil es einfach schon so gang und gäbe war, die. Ja, das war, wie die Söhne. Junge Burschen halt anreden. Das war immer, der andere ist der andere noch nicht da. Was war dein Spitzname als junges Mädchen? Mosi, ehrlich gesagt. Mosi, wie der ermordete Modemacher. Lustigerweise. Und weißt du, warum? Kennt ihr noch diese Fernsehserie, die Polizeiinspektion 1? Ja, sicher. Ja, Sedlmayr. Walter Sedlmayr. Genau. Und da gab es den Max Grieser, Österreich, und der hat den Moosgruber gespielt. Ja. Moosgruber? Ja. Ah, Sedlmayr, ich kann mich erinnern, war das nicht auch ein praktizierender Sadomasochist? Ja, der mit Schürern Salon. Ist der nicht auch ermordet worden? Ja. Auch ermordet worden, ja. Sedlmayr ermordet, Mooshammer ermordet. Was ist los in Bayern? Bitte, ja, also kein schlechtes Omen. Ja. Besuchst du selbst sadomasochistische. Wir halten alles aus. Er hat schon überlegt, wie er mich ankündigen soll, dass seine ältere Schwester, die früher mal sein Bruder war. Naja, also du, da kannst nur gewinnen. Also bei der Verwandtschaft. Und bist du auf einer Landwirtschaft groß geworden, so richtig klassisch? Ja, richtig klassisch. Mit Kühen? Nein, keine Kühe, die waren früher, die waren vor mir. Und dann haben sie mich gehabt und dann haben sie gesagt, nein, Rindermast. Rindermast? Rindermast. Ach, bei euch wurden, aha, da kamen dann immer die Stiere. Besamen. Nein, die kommen nicht zu den Kühen, nicht zu den Stier. Das ist eben. Aber na, ich dachte wegen Sedlmayr und Sadomaso. Nein, die Besamen. Unglaublich. Ich habe Nächte verbracht auf YouTube, um mir deine Sachen anzuschauen. Oh Gott, lachend. Und jetzt kriegst du die Psychopharmaka von der Kasse. Ich fand es wirklich unfassbar lustig. Und für die Leute, die Monika Gruber noch nicht so am Schirm haben in Österreich, obwohl du ja in Österreich auch mittlerweile die Hallen füllst, hier ein kurzer Auszug aus deinem vorletzten Programm. Ein Auszug Monika Gruber über die Wiener Mentalität. Na, das geniere mich. Na. Natürlich nie so was. Na, das war gut. Oh, ich habe dir gar nichts zu trinken angeboten. Ja. Das ist mir peinlich. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja.
muss ich hier flachlegen, um was zu trinken zu kriegen? Ein Weißwein, gerne. Weißwein, sehr gerne. Ja. Ja. Aber fandst du jetzt, dass du schlecht wienerisch gesprochen hast, oder warum war dir das? Das war gut. Gemacht? Ich kann mich nie selber sehen. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Das ist furchtbar. Was hat ich das so rede ich da gar nicht, so schaue ich da gar nicht aus. Ja, furchtbar. Aber was stört dich? Welche Arm habe ich gehabt? Das wackelt. Ja, das haben wir aber. Das haben hast du es gesehen? Ja, ja. Das habe ich gar nicht mehr, glaube ich. Nein, du hast Muskeln, du bist total durchtrainiert. Nein, aber das haben viele Frauen, die schon über die Jahre gekommen. Nicht du, ich meine jetzt nicht dich. Aber ja, aber das ist interessant, das haben die Männer nicht. Doch, Nia Varani hat das auch. Nein. Doch. Nia Varani hat das, aber es ist total behaart. Man sieht es nicht. Ja, man sieht es nicht. Ja. Das ist ja auch ein Mann, der in den Innenarmen Haare hat. Der hat überall Haare. Ich habe mit ihm gespielt, ich weiß das. Und das ist, er erzählt auch immer so grausige Geschichten. Er hat sich früher ganz normal geduscht, so eingeseift. Und jetzt muss er sich so einseifen. Das ist so. Er hat ja auch Haare unter den Füßen, das ist ungewöhnlich. Wie wird Weihnachten bei dir aussehen? Ist das bayerische Weihnachten eigentlich ein anderes als das österreichische? Weiß ich nicht. Familie halt einfach. Schon. Bei du hast Eltern. Familie? Wenn ich ja. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Weil dieses Tourleben ja natürlich sehr... Weihnachten in Tittenkofen, das klingt schön. Das klingt wie Beate Use präsentiert. Ja. Du lach nicht, ich habe einmal in der Diskothek jemanden kennengelernt und der hat mich gefragt, natürlich wie immer, erst, wie heißt denn so, wo kommst du her? Und ich gesagt, nein, ich sag nicht, wo ich herkomme. Und er hat gesagt, nein, sag halt. Und so sag ich, nein, du lachst bloß. Und er hat gesagt, nein, wirklich, ich verspreche, ich lach nicht. Und dann hat gesagt, ich komme aus Tittenkofen. Und er hat sich schallendes Gelächter. Und dann hat gesagt, nein, ich kenne die Reaktion, ist normal. Und er hat gesagt, nein, ich lach bloß, weil ich komme aus Tuntenhausen. Das war, naja. Nein, Weihnachten bei der Familie daheim, Mama und ich, wir kochen immer Heiligabend. Und dann, ich habe inzwischen 5 Neffen und ich inzwischen 0 und 7. Ja. Und da ist natürlich Weihnachten besonders schön mit Bescherung und Baum. Und ich habe beschlossen... Alkohol? Na, in Massen. Also in Massen. Und nachdem du die schöne Geschichte erzählt hast mit Muskat und Safran, werde ich das an Papa mitbringen, denn mein Vater möchte, und das ist, jetzt erzähle ich zum ersten Mal im Fernsehen, mein Vater möchte seit Jahren... Kannst auch rausschneiden, der möchte so gern koksen. Weil er immer gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, was da der Unterschied zum Schnupftabak ist. Ich schau mal, ob ich noch dann, was da habe. Ja, schau mal, was da. Es gibt ja kaum koksende Landwirte. Dann habe ich gesagt, ja, Papa, da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Er hat gesagt, ja, du verkehrst doch in die Kreise, da kannst du mal was mitbringen. Dann sag ich so, Mama, sag was, wir reden hier über Straftaten. Dann hat Mama gesagt, ja, wenn es bloß ein bisschen ist, wenn wir alle schön beieinander sitzen. Dann habe ich gesagt, freilich, wenn ich die Bullen aufhalten, dann sage ich, mein Vater wollte auf seine alten Tage leise rieselt der Schnee nochmal anders interpretiert haben. Und insofern Safran. Nein, Folgendes. Wichtig ist nur, wie nimmst du den Safran zu dir? Wie gesagt, Spritzen, Rauch. Nein. Keksern. Fetthaltige Keksern. Ja. Das ist die beste Variante. Vor allem, du nimmst einmal langsam zu dir. Das heißt, du kannst dich daran gewöhnen. Ja. Ganz wichtig ist aber die Keksdosen, versperrbare Keksdosen, dass nicht die Kinder dazukommen. Okay. Ja. Warum wohnst du nicht in einer großen Stadt, wo es viel leichter ist, Koks zu kriegen? Weil sie ist ja natürlich, sie ist weltberühmt in Bayern. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass du dich zurückziehen musst, um nicht ständig angesprochen zu werden, oder? Nein, das ist... Woran liegt's? Warum? Nein, die Leute immer sagen, sie üben einen künstlerischen Beruf aus und beschweren sich dann hinterher, dass sie auf der Straße erkannt werden. Das ist geheuchelt. Ja, aber also, du bleibst dann deswegen im Stall, oder wie? Nein, ich bleibe daheim. Also ich gehe nicht aus. Also nicht nie, andere. Du gehst nie aus? Ich zum Arbeit. Ich habe gelesen, also, wie die ganzen anderen CF, die Promis, zu denen ich auch gehöre, also die dann immer, wenn du die Leute Seite anschaust, wo denkst, na, wo die überall rumlungen, wenn man denkt, aha, da war's, der hat keine Arbeit, der hat keine Arbeit, der hat keine Arbeit. Ich habe gelesen, dass du gerne Bier aus der Flasche trinkst, was sehr sympathisch ist und, was mich noch mehr begeistert hat, Monika Gruber, isst am liebsten im Stehen. Nicht am liebsten, aber es ist irgendwie, lässt sich nicht vermeiden, weil vor dem Auftritt, da kann man irgendwie nichts essen, weil es kommt dann sonst bei einem Reden immer da und hoch und dann kommst du heim da und hast du mich nicht anschauen. Er kann im Liegen essen. Er kann im Liegen essen, das habe ich schon probiert. Nein, aber das heißt, du gehst nach Hause. Ich komme heim und dann habe ich so einen Hunger, dass ein Gluster, wenn man sagt, und dann denkst du dir, ein Stück Salami oder irgendwas und dann habe ich Taum noch auf, die Jacke noch, stehe vor dem Kühlschrank und stopf eine Dose Tomatenfisch in mich rein, im Stehen und trinke Pilz dazu. Das ist total, ich weiß schon, das verstehe ich, kommt alle doch, Kinder weg. Es ist sozusagen nicht ladylike, ne? Aber das ist ja eigentlich sehr sympathisch. Das ist ein total geiles Bild, dass du dann dort stehst, irgendwie nachts wahrscheinlich links nach Hause kommst und voller Tomate bist von dem Tomatenfisch. Das findest du erotisch, oder? Ja, das klingt total erotisch. Schaust du immer, dass du abends nach einem Auftritt wieder zurückfährst nach Hause? Oder schläfst du dann auch irgendwo in was weiß ich? Schlafe nicht gerne in fremden Betten, Herr Stermann. Das heißt, man muss. Das heißt, du hast keine Chance bei ihr heute. Wird nicht klappen. Ja, aber fährst du jetzt heute noch nach Hause? Nein. Nein, bleib halt hier. Ja, eben. Ja. Das heißt, du schläfst heute in fremden Betten. Ja. Ich weiß noch nicht, in welchem. Nee. Liebe Monika, ich möchte mich herzlich bedanken für den lieben Besuch. Gerne. Weißt du, wann man dich in Österreich sehen kann demnächst?
Lange nicht mehr. Nein, wir jetzt länger nicht mehr, mal ein bisschen ein Päuschen, weil heuer war ich viel unterwegs, ja, auch viel in Österreich. Und dann überlegen der Herr Niavarani und der Gernot und meine Wenigkeit, na, ob wir zu dritt eventuell ein Programm machen. Wenn das kein Gipfeltreffen wäre. Ja, das und wär's. Titel hätten wir schon. Wie war der Titel? Ja, wissen wir nicht, entweder Flotter Dreier oder Wo ist dein Schleier, du Hure? Das finde ich eigentlich fast noch besser. Wo ist dein Schleier, du Hure, würde auf Jahre ausverkauft, ja, sein. Ich, ja, schwöre es. Ja. Da jetzt freuen wir uns sehr drauf. Kennen wir auch besser. Wo ist dein Schleier, ich freue mich auf Niavarani, der einen Schleier vor seiner Ganzkörperbehaarung trägt. Was für ein geiler Titel. Was für ein geiler Titel. Wo ist dein Schleier, du Hure? Ich freue mich sehr darauf. Und meine Damen und Herren, nächste Woche die wunderbare...